Lichtkörper. Lichtkörper ist eine andere Bezeichnung für den Astralkörper, Feinstoffkörper. Der Mensch hat einen physischen Körper, einen Feinstoffkörper, Lichtkörper genannt und einen Kausalkörper. Lichtkörper wird deshalb so genannt, weil in feinstofflicher Wahrnehmung man diesen Körper als Lichtkörper sieht. Der physische Körper ist für fast alle, eben außer für die Blinden, sichtbar. Der Lichtkörper ist um den physischen Körper herum und geht darüber hinaus. Lichtkörper hat eine Ausstrahlung, die mehrere Meter weit gehen kann. Lichtkörper besteht aus dem Energiekörper, Pranamaya Kosha, emotionalen Körper, Emotionalkörper genannt, Manomaya Kosha, und den intellektuellen Körper, auch Mentalkörper genannt. Und dieser Lichtkörper spielt gerade im Yoga eine besondere Rolle. Wenn wir Yoga üben, wollen wir nicht nur unseren physischen Körper gesund machen und entspannen, sondern wir wollen auch unseren Lichtkörper reinigen. Im Lichtkörper ist das Prana, die Lebensenergie, sind die Nadis, die Energiekanäle, die Chakras, die Energiezentren. Im Yoga geht es darum, sein ganzes Wesen sattvig, also rein zu machen. Und das heißt auch, dass der Lichtkörper strahlender und leuchtender und weiter wird. Man isst vegetarisch, man verzichtet auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak, all das, um den Lichtkörper leichter zu machen. Alle Asanas und Pranayama, auch die tiefen Entspannungen, die Mantras und die Rituale, die wir im Yoga machen, dienen auch alle dazu, den Lichtkörper leuchtender und strahlender zu machen.